Hallihallo, willkommen im Rainbow Reactor. Mein Name ist Dietrich. Ich helfe dir an deinem ersten Arbeitstag. Bitte stelle die Startparameter ein. Wie du weißt, deckt diese Einrichtung durch Chroma-Fusion den Energiebedarf der ganzen Stadt. Leider haben wir ein Problem mit unserem Roboterkran und hier kommst du ins Spiel. Hey VR Gamer, ich bin DeLorean787 und ich bin seit langem mal wieder in Rainbow Reactor gewesen. Hier hat sich einiges getan, wir haben auch eine deutsche Lokalisierung bekommen. Bis Sonntag, den 17.11. um 18 Uhr ist es noch reduziert auf 2,99 €, also wer es noch nicht hat, hier jetzt definitiv zuschlagen und die Entwickler dabei unterstützen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Und falls euch gefällt, was wir machen, dann lasst bitte einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und let's go! So Leute, und somit herzlich willkommen ins Spiel. Das ist mein zweites Let's Play in diesem Game. Das erste war ziemlich am Anfang und es hat sich mittlerweile einiges getan. Jo, wir gucken mal, was uns das Spiel jetzt halt alles so bietet. Wir können jetzt hier den Game-Modus Full Day auswählen. Der würde sich empfehlen, wenn ihr wirklich hier auf die Highscore gehen wollt. Da ist es dann auch sehr empfehlenswert, dass wir dann von Level 1 anfangen. Wir haben insgesamt 9 Levels zur Verfügung. Das sehen wir auch hier bei den Single Shifts. Da können wir dann die einzelnen Stages einfach üben. Jo. Wir haben hier noch einen Party-Modus, den wir dann lokal mit unseren Freunden spielen können. Und wir schauen uns mal an, was wir jetzt für Einstellungen haben, denn wir haben jede Menge Sprachen dazu bekommen. Wir fordern Reaxi, extra Energie. Ha, niederländisch. Reaction 6 Typ Energie, exceptionell. Richtig cool. Reaction septuple, maxima Potenzial. Okay, wir lassen das Ganze auf Deutsch. Und wir haben sogar einen Farbenblinden-Modus. Jo Leute, ich hätte gesagt, ich starte jetzt hier einfach mal wieder ein Full Day von Stage 1 ab. Los geht's. Und let's go. Aus dem Reaktor. Pass auf, sie sind sehr empfindlich. Ich werde aufpassen. Du musst die Welle ins Abklingbecken werfen. Die Sounds, die sind richtig nice jetzt, hat. Schöne Synthwave-Tracks. Ich sollte mal versuchen, größere Kombos aufzubauen. Ist nur immer gar nicht so einfach, genau zu zielen. Versuchen wir da mal einen Vierer. Wunderbar. Sehr schön. Der Gelbe liegt genau richtig. Perfekt. Noch 5 Reaktionen. Nur noch 5 Reaktionen. Dann haben wir Stage 1 schon geschafft. So, da kommt Gelb. Gut, dann werfen wir den mal dahin. Da kommt nochmal Lila. Was kommt da drüben? Da kommt Blau. Okay, dann werfen wir Lila jetzt halt hier hin. Und da kommt nochmal Lila. Na toll. 4 haben wir noch zu machen. Da kommt nochmal ein Gelber. 3 Reaktionen noch. Lila, lila. Okay, das heißt, ich muss den jetzt ein bisschen mit Abstand werfen. So ist gut. Jetzt wäre es optimal, wenn ich den genau treffe. Zum Abbauen. So war es nix. Aber da kommt nochmal Lila. Das ist sehr nice. Dann bauen wir hier Blau ab. Da kommt Gelb. Das könnte sich genau perfekt rausgehen. Nein! Ein weiter vorne. Okay. So. Jo, jetzt haben wir einen Ball übrig. Übrig gebliebene Chroma-Bälle werden dir vom Lohn abgezogen. Du hast weniger als 3 Chroma-Bälle im Becken gelassen. Super gut. Das gibt jedes Mal 10.000. Ja, das ist sehr nice. Alle Strikes. Du hast die Schicht ohne Fehler geschafft. Das gibt 1000 Bonuspunkte.
Ja, gib mir die Punkte. Für so. Die größtmögliche Effizienz werden Rückstände aus dem Reaktor durch die Rohre da hinten ins Becken geleitet. Alles Diese klar. Diese Rückstandsbälle haben allerdings weniger Energie und werden nicht von selbst reagieren. Du solltest versuchen, den hinteren Teil des Beckens sauber zu halten. Den hinteren Teil des Beckens sauber halten, prima. Okay. Das versuchen wir doch glatt. Sehr gut. Versuchen wir den da vorne rein. Jawohl, perfekt. Den werfen wir dahinter. Nice. Das gibt Punkte, Leute. Gut, dann räumen wir mal da hinten auf. Fünfer, perfekt. Fünffache Reaktion, noch mehr Energie. Noch 15 Reaktionen. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Da kommt nochmal lila. Ja, Leute, die Entwickler, die haben uns da echt ein schönes Spiel gemacht. Noch eine Reaktion. Und bis Sonntagabend ist das Game noch stark reduziert für 2,99. Da solltet ihr definitiv zuschlagen. Vierfache Reaktion, höhere Energie. Eine einfache Reaktion, gut. Da kommt noch ein gelber. Perfekt. Jawohl. Spitze, sagt der Dietrich. Kommt eine hellblaue? Nicht perfekt. Schlecht. Und der muss jetzt da hinten rein. Jawohl! So muss das sein. Gelb dahinter. Oh, der war zu fest. Oh nein, runtergefallen. Das gab einen Strike. Das ist nicht so toll. 8 Reaktionen noch. So, dann bauen wir jetzt hier lila ab. Jawohl. Energetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Da kommen lauter gelbe. Dann hauen wir uns mal die blauen hier vorne hin. Da kommt lila. Ganz nett. Schon wieder gelb. Der muss dahinter. Noch eine Reaktion aus Rückständen. Noch 5 Reaktionen noch. So, dann bauen wir hier jetzt mal lila ab. Gut. Und werfen den lila dahinter. Sehr nice. Okay, da kommt lila. Schön aufgeräumt. Das war jetzt nicht so toll. Hellblau werfen wir nach rechts. Wir haben noch 3 Reaktionen. Blau weg. Nein, bleib da. Bleib da. Oh no. Das war jetzt echt nicht gut. Du hast noch 3 Strikes. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Nur noch eine Reaktion. Eine Reaktion noch und wir haben dann 2 Bälle übrig, wenn ich den jetzt treffe. Perfekt. Das gibt wieder 10.000 Punkte. Mal schauen, wie du dich angestellt hast. Ich habe mich gut angestellt, Dietrich. Du hast weniger als 3 Chroma-Bälle im Becken gelassen. Super gut. Du kriegst 10.000 Bonuspunkte. Yeah. Wir löschen alle Strikes. So ist natürlich optimal, wenn man auf die Highscore gehen möchte. Du kannst die chromatische so, Polarität Stage 3. Ändern, indem jetzt du müssen wir Farben mischen. Aber pass auf. Manche Farben funktionieren nicht oder führen zu absolutem Energieverlust. Oh je, oh je. Nebeneinander gehaltene absoluter Bälle Energieverlust. An, um zu sehen, was passieren könnte. Eine einfache Reaktion. Gut. Komm schon, Leute, das wird hier der neue Highscore von mir. Nicht schlecht. Ja, die Dreierreaktionen geben natürlich extrem wenig Punkte. Ganz nett. So, da kommt ein Fünfer. Pam! Super. Ja, super! Okay, jetzt versuchen wir hier mal zu mischen. Dunkelblau. Oh,
Ja, dunkelblau ist eine sehr schöne Farbe, Dietrich. Dann, dann. Hellblau. Werfen wir da hin. Bauen wir die hellblauen da ab. Gut. Zweimal hellblau schon wieder. Werfen wir uns die da vorne hin. Oh oh, das war jetzt nicht so toll. Ups, ja genau, du sagst es. Na toll. Jetzt kommt hier wieder ein Strike nach dem anderen. Gar nicht gut. Der war auch nicht so toll. Toll. So, hellblau weg. Ui, der hat das aber hier gerade beschleunigt. Okay. Na toll, hätte ich das jetzt früher gesehen. Ja Leute, wir müssen da immer drauf achten. Und gucken, dass die, was für Kugeln kommen. So, jetzt mischen wir einmal rot. Gut gemischt. Schon, oder? Habe ich ganz toll gemacht. Nein, ja gut, das passt eigentlich. Da kommt nochmal hellblau, perfekt. Wir haben ja noch genug Reaktionen. Fantastisch. Schon wieder, es kommt nur ganze Zeit hell, hier hellblaue. Okay, hier können wir wieder schön mischen. Schön. Und rot Mischung. Dahinter. Perfekt. Da jetzt bräuchte ich grau. Ich glaube, das gibt grau. Jawohl. Oh, schöne Farbe. Perfekt. Das Reaktion war ein dicker. Lila kommt. Weiter so. Das mischen wir uns natürlich auch wieder. Gut gemischt. So, gelb. Gelb werfen wir da hin. Prima. Dann kommt zweimal lila, dann können wir hier lila abbauen. Gelb. Nicht schlecht. Und zweimal gelb ist gar nicht so toll. Das heißt, wir werfen die uns wieder hier vorne hin. So, lila und gelb, perfekt. Schön, rot da hinten rein. Noch eine Reaktion aus Rückständen. Zweimal hellblau. Hellblau ist da hinten. Perfekt. Hätte ich das wieder früher gesehen hier. Mit dem dritten hellblauen. Okay, ein Abstand. Nein! Ganz nett. Noch okay, zweimal gelb. Dreimal gelb. Den bauen wir gleich ab. Und dann können wir wieder Farbe mischen. Oh, schöne Farbe. So, grau ist auch nicht schlecht. Gut gemischt. Können wir dahinter werfen. Gleich nochmal. Schöne Mischung. Jawollo. Energetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Oh, dunkelblau. Farbe. Vierfache Reaktion. Oh, was war das? Energie. Du musst besser aufpassen. Ja, ja, genau. Das war hier die Bahn. War gar nicht meine Schuld. Gut gemischt. Wie viele Reaktionen noch? Zwei. Schöne Mischung. Warum ist das hier? Nein! Wieder zu weit. Nur noch ein Strike übrig. Ja, ich weiß. Wird wieder nichts mit meinem Highscore. Farbe. Nur noch eine Reaktion. Eine Reaktion noch. Okay, das machen wir dann mit Lila. Das gibt nicht viele Punkte. Zu viele Farben hier übrig. Okay. Ja, ihr seht schon. Noch das wird später Schacht. Richtig schwer. Schauen wir uns mal deine Punkte an. Die schauen nicht gut aus. Du hast mehr als 10 Chroma-Bälle im Becken gelassen. Wir ziehen für jeden Punkte ab. Na super, jetzt mach ich auch noch Minuspunkte hier. Okay, Stage 4. Hey, ich hatte eine gute Idee und habe die Arbeiter-Botter gebeten, diesen energetischen Ballhalter einzubauen. Da ist der Ballhalter. Wenn du einen Chroma-Ball für später aufheben willst. Das heißt, wir können ihn einfach hier reinlegen und dann auf den richtigen Ball warten. Aber wir machen hier einmal blau. Und einmal schöne grau. Mischung.
Moment mal, den können wir gleich gebrauchen hier. Rot. Oh, schöne Farbe. Eine einfache Reaktion. Gut. So, lila lass mal hier. Oh, boah, gerade noch gefangen, Leute. Mir darf nur noch ein Ball flöten gehen, dann war's das mit meiner Highscore. Rot. Das wird ein fetter Kombo, wenn ich den schaffe. Oh, schöne Farbe. Perfekt. Fünffache Reaktion. Noch mehr Energie. Gut gemischt. Okay, wieder einen weglegen. Nein, jetzt kommen zwei Lila. Okay, dann bauen wir hier einmal schnell Lila ab. Nicht schlecht. Und den können wir wieder mischen. Schöne Mischung. Einmal dunkelblau. Oh, schöne Farbe. Hellblau werfen wir mal dahinter. Grau. Gut gemischt. Perfekt. Toll. Lila können wir gar nicht gebrauchen gerade, aber Rot ist sehr nice. Schön aufgeräumt da hinten. Ja, danke. Oh, schöne Farbe. Ganz nett. Oh, Hellblau werfen wir ganz dahinter. Nein! No! Das war's, Game Leute. Over, Mann. Game over. Ja, Mann. Game over. Ja, 59.707 ist mein alter Highscore. Hat leider nicht ganz geklappt. Aber Leute, ihr seht, das Spiel ist durchaus spaßig und schaut auch echt nice aus, Leute. Definitiv zuschlagen für 2,99. Absolute Empfehlung. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.